Willkommen zurück auf Nerd Universe und wir spielen Night Marches. Night Marches, habt ihr noch nie gehört? Das kann gut sein, das wurde gebackt über FIG.co und mitunter gebackt. Und das ist ein Pre-Alpha-Build. Das hat jetzt aktuell erstmal die Version 01.01454 und ist noch weit entfernt von einer Stable Version. Ändert aber nichts daran, dass wir uns das Spiel mal näher angucken. Und ganz kurz zum Begriff der Night Marches. Night Marches entstammen einer hawaiianischen Legende. Die heißen dort Huakai Po. Und sie entsprechen den Geistern alter, antiker hawaiianischer Krieger, die aus ihren Gräbern steigen oder aus dem Meer steigen und an den Nächten und Tagen, an denen die Hawaiianer den Göttern Kane, Ku und Lono huldigen, in den Nächten des Kanaloa und kommen dann halt eben raus. So die Legende aus Hawaii. Und das ganze Spiel auch in Hawaii. Und wir können jetzt ein neues Spiel beginnen oder wir können direkt schon einen voll equippten Charakter nehmen. Und was wir jetzt aber zuerst machen, wir machen jetzt erstmal ein neues Spiel und gucken uns das mal in einem New Game an. Und vielleicht gucken wir uns in späteren Episoden einfach mal das Ganze an, wenn er dann full equipped ist, wie das dann aussehen soll. Let's roll. Scientists pushed too far and brought the Nui Kahikili, the Great Thunder. That event broke the barrier between the spirit world and ours. Now we are cut off, lost in the great ocean. So much death, so many souls adrift. The night marches take them to rest under the waves. Oahu began to recover. The few survivors carved out a new life. The factions each rebuilt in their own way. But the great thunder awakened the peak god, Kamapuaa. He has returned and taken a human form. His army of fanatic raiders have overrun the island. They hunt down any that stand. Sadly, no one can avoid their fate. The gods have other plans for Kai, descendant of a great kahuna. Kamapuaa seeks to test him before his time. I am his Amakua, his spirit. Only he can gain the power to free Oahu from Kamapuaa. Daddy, what's that sound? Jetzt haben wir gleich mal hier was Phasis. Trifft nicht. Jetzt. Daddy! Honu? No! Wir retten mal einen Sohnemann. Es wird okay. Wir müssen aus hier raus. Ja, und was jetzt die Eule uns erklärt hat, unser spiritueller Begleiter, ist, ja, dass diese Welt ja, durch die Menschen selbst in einer Art Kataklysmus zerstört worden ist. Und ja, die Krieger, die Night Marches, sind auferstanden, aber sie wurden kompromittiert durch einen Gott, der sie fehlleitet und sie greifen jetzt auch die Unschuldigen an. Und wir versuchen jetzt zu überleben. Und ja, es gibt aktuell natürlich nur in Englisch, das ist eine Pre-Alpha. Und das ist wichtig, dass wir da darauf achten, dass das natürlich noch längst keine Stable Version ist. Und er redet auch so leise, also. You're nothing but a brute in a
Dieser Schweinegott. Uns und den Sohn getötet. Das ist mal echt erfrischend, dass man mal etwas aus einer Kultur hat, die wir so, oder ich zumindest, nicht kennen. Also ich kenne eigentlich so gut wie nichts über die Mythen und Legenden der Hawaiianer. Wird vielleicht Zeit. So. Was geht hier vor? Die Götter haben mich geschickt, dich zurückzubringen. Ich habe deinen Körper wieder beseelt. Bring meinen Sohn zurück. Das ist nicht möglich. Du hast mich zurückgebracht. Bist du ein Gott oder etwas in der Art? Ich bin kein Gott. Meine Macht ist begrenzt. Okay. Was ist mit dem Sohn? Ich muss Pfeiltaste trotzdem benutzen. Genau, warum hat er mich gebracht, zurückgebracht und nicht den Sohn? Ja, als der Nightmarcher verschwunden ist, dieser Schweinegott, hat er ihn wieder beseelt. Der Gott Karma, dieser Schweinegott, dachte, wir sind schwach, aber wir sind nicht schwach, wir sind eine Waffe. Okay, wir würden uns beibringen, wie wir mächtig sein können. Aber erstmal müssen wir uns um das Überleben kümmern. Okay, wir müssen vom Strand weg. Das ist die Reaktion auf einen Geist, der in der Nähe ist, dieses Leuchten. Das sogenannte Uhane. Das Teil heißt Uhane, das, was bei ihm leuchtet. Und wir haben auch eine Uhane-Sicht, mit der wir die Geister sehen können. Wir können ihnen helfen und wenn wir ihnen helfen, helfen sie vielleicht uns. Okay. Da hinten ist zum Beispiel so ein Geist. Aber gucken wir uns doch ganz kurz mal um. Also, das sieht schon mal echt gut aus für ein Pre-Alpha-Bild. Vor allem er ist so richtig geil gemacht. Wunderschönes Tattoo. Die Hawaiianer haben das eh drauf. Dieser hawaiianische Tattoo-Style gefällt mir extrem gut. Findet ihr natürlich oft in Form von Tribals. Aber das hier, das geht schon nochmal darüber hinaus. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Auch hier Wassereffekte. Richtig cool, das haben wir auch vorhin schon gesehen, dass die Eule rübergeflogen ist. Auch wenn das natürlich ein bisschen ruckelig war, das ist, ich spiele es aber komplett auf Ultra, ist aber unabhängig davon, das ist halt einfach die Pre-Alpha-Bild. Und ja, irgendwie erinnert mich an ein Spiel, was früher gab, wo man so einen Voodoo-Priester war, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Wie es hieß damals, auf der PlayStation 1 wird das noch gewesen sein, aber das fällt mir vielleicht auch noch ein. Kannst du mich hören? Ah, du bist derjenige, der weswegen Karma hergekommen ist. Er weiß nichts über unseren Sohn. Genau, warum will Karma uns? Okay, er hat den Geistern gesagt, die sind da, um quasi das zu erfüllen, was er möchte. Der Geist bietet uns seine Waffe an. Okay. So eine Art Machete. Ja, da liegt seine Leiche. Okay, gucken wir mal, wie wir ins Inventar kommen. Über I. Da sehen wir schon. Ressourcen.
Skills. Da geht was. Reiten können wir auch später holen. Okay. Und was natürlich für mich besonders wichtig ist, können wir Begleiter haben. Das wäre natürlich cool. Wir können einen Nightmarcher Ally haben. Also einen Nightmarcher, der uns dann auch unterstützt. Okay, und die Wahrscheinlichkeit, dass er erscheint und uns im Kampf hilft, die steigt mit steigendem Level. Und hier haben wir eine Machete. Machete schreibt keine SMS. So, die musste sein. Munition. Steine zum Werfen. Mods. Und Papierkorb. Also, für den Schrott. Also impliziert, wir können später auch verkaufen. C anschleichen. Emergency Kit nehmen wir mal. Oh. Aber blocken kann ich glaube ich nicht. Ging zumindest gar nicht. Ah, jetzt habe ich einen Stein geworfen. Guck mal, vielleicht gibt es ja noch irgendwie was am Strand. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelches Loot. Aber man kann sich auch mit STRG ducken. Nicht nur mit C. Gibt es eine Karte? Jo. Ja, und das erinnert natürlich ganz stark an Far Cry. Your Factions. Es gibt Fraktionen. Außenposten, verschiedene Außenposten, Relikte. Hier sind wir die XP. Wir sind noch gar nicht gestiegen, wo wir jetzt schon zwei gekillt haben. Guck mal, kann er eigentlich schwimmen? Frage aller Fragen. Ja, er kann schwimmen. Kann er auch tauchen? Ja, er kann tauchen. Oben links sehen wir seine Atemluft. Oh ja, das sieht doch. Ja, Anemonen. Oder Muscheln. Okay, schwimmen wir mal wieder an Land. Ja, schneller schwimmen kann er zumindest jetzt gerade nicht. Dann schwimmen wir halt gemütlich wieder an den Strand. Okay, das Emergency Kit ist voll. Das heißt, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht verbrauchen. Oh, ein Huhn. Wo bist du? Da ist es. Ah, ich kann es leider nicht erledigen, zwecks Futter. Ah, schade, er hackt den Baum nicht. Ja, die Palme hier. Er nimmt sich dann einfach dieses. Das Material. Guck mal, wir haben doch bestimmt in der Eile irgendwas vergessen. Ja, ich kann nicht rein. Vielleicht von der anderen Seite. Erstmal Dose mit Fleisch und Glas haben wir hier noch. Weiter rein kann ich nicht. Doch. Mit ein bisschen hüpfen und springen. Kommen wir auch wieder raus. So. Ah, okay, mit. Der mittleren Maustaste kann man dann diese die Steine dann in die Hand legen, um sie werfen zu können. Dann. Okay, er spricht ja von einem Monster namens Mano.
Er meinte, er hatte ja eigentlich alles, was er brauchte, genug Fisch, um gut zu leben, und er warnt uns davor, in der Bucht zu bleiben. Wir sollen von der Bucht weg. Wo ist das Monster? Natürlich folgen wir der Warnung nicht. Wir wollen nur wissen, wie dieses Monster aussieht. Auch wenn wir noch nichts können. Monster! Ja, ich glaube, es schläft. Oh, jetzt habe ich mich geheilt. Mit H kann man sich heilen. Hat er vielleicht noch mehr zu sagen? Nee. Dann noch dasselbe. Ich schau mal kurz die Gameplay-Option. Das ist nur Schwierigkeitsgrad. Beim Controls Default Speed Run. Ja, das macht er eigentlich schon. Beziehungsweise er geht eigentlich als Default. Aber egal, ich lasse es mal. So ein bisschen erst mit den Akua sprechen. Okay, wir müssen Akua beweisen, dass wir bereit sind zu kämpfen. Geh zu Kuhayao. Oder auch Akua, aka Akua. Schade, dass er nicht klettern kann. Ah doch, jetzt macht das. Aber man merkt, es ist halt noch Pre-Alpha. So, wir machen das mal sauber. Okay, wir brauchen die Materialien, um das Ding zu reparieren. Wir haben schon einen Kautschuk. Und in Ruinen können wir aber auch noch Materialien bekommen. Ich habe bisher noch keine Ruinen gesehen, aber wir können zumindest von den Pflanzen und so weiter, da können wir einiges machen. Da können wir noch einiges sammeln. Was brauchen wir noch? Fieber. Okay, also die Symbole sind nicht einzigartig. Das zeigt nur an, du kannst ja was sammeln. Was es ist, das sieht man erst, wenn man es eingesammelt hat. Was ich schon mal schön finde, ist, dass er zumindest nicht hungrig ist. Oder blutet, dass ihm kalt wird. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich mag Survival Games nicht. Also nicht Survival Games, wo der Charakter blutet, wo er friert, wo er nass ist, wo er Hunger hat, wo er Durst hat. Weil ich dann einfach das Gefühl habe, ich bin 80%, zumindest in den ersten Stunden eines Spieles, nur damit beschäftigt, eigentlich Beeren zu pflücken und irgendwelche Rohstoffe zu sammeln. Damit ich dann erstmal überlebe überhaupt und bin dann komplett abgelenkt eigentlich vom eigentlichen Spiel, wobei es natürlich viele Survival Games gibt, in denen genau das eigentlich so das Spielziel ist oder das Spielprinzip ist, lange zu überleben und sowas, aber was ist das für ein Messerchen? Bin ich ein bisschen doof, dass ich eh halten muss. Ah, hier muss ich sogar. Ich glaube, tippen. Ja, um es rauszuziehen. Na komm schon. Kriegt's nicht raus. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht mit steigenden Kräften. Okay, das ist ja gar nicht schlecht. Das erinnert mich ein bisschen an Track and Field damals auf dem Commodore. Legendär. Das Tastaturgeschrubbel. So, jetzt haben wir das Heyao wieder aufbauen. Wir haben jetzt alles, was wir dazu brauchen.
Ja, und Survival Game technisch, es gibt natürlich ein paar Sachen, die spiele ich schon gerne, zum Beispiel Forest oder sowas, aber ja, trotzdem. Ist halt nicht so meins, ist aber reine Geschmackssache und ich kann auch verstehen, dass es viele gibt, die auch gerne Survival Game spielen, wie was ich Ark oder Conan und dergleichen. Und das will ich auch niemandem madig machen. Ich denke, das ist halt einfach so eine Geschmacksfrage. Trotzdem umso besser hier für mich, dass Nightmarch das eben nicht so ist, dass er nicht hungert und so Geschichten. Wunderbar. Cthulhus Kinder haben davon Wind bekommen. Ich glaube, er ist gut. Ich hoffe, er ist gut. Chef. Oh, geil. Ein Welpe. Kein Krieger sind wir nicht. Was? Fragt sich, ob wir überhaupt einen Mana haben. Er nimmt ein kleines Schimmern wahr. Damit wir die Geschenke der Akua nutzen können, müssen wir stärker werden. Er ist unzufrieden mit unserer Waffe. Er gibt uns einen Dolch. Ja, natürlich. Den akzeptieren wir natürlich. Ja. Ich mag diesen Gott. Okay, jeder Gegner, der durch diese Klinge stirbt, wird uns Mana geben. Wenn wir unsere Urane-Mächte, Kräfte nutzen, dann wird Mana verbraucht. Unsere Gegner werden jedoch nicht immer in der Nähe sein, sodass wir uns damit Mana aufladen können. Und wir müssen einen Weg finden, um sie auch auf die Entfernung zu erledigen. Und da schenkt er uns einen Bogen. So muss ein Gott sein. Ich danke dir. Wunderschön. Klasse. Das ist schon mal ein guter Start. Das ist schon mal wirklich ein guter Start. Und man muss jetzt bedenken, also ich habe, das ist ein Pre-Alpha-Bild. Jetzt kommt der Vogel schon wieder. Ich wollte jetzt gerade noch mal eine Abschlussrede halten. Ja, wir haben mächtige Waffen bekommen, mit denen wir das Mana ernten können von den Gegnern. Genau, jetzt soll man das benutzen, das Messer benutzen, um eine Wache auszuschalten und das Mana aufzuladen. Das sehen wir oben links, das wird wohl das Mana sein, diese lila Spiralen. Aber egal, das ist erstmal das Ende der Episode. Das hier ist ein Pre-Alpha-Bild, ich finde dafür läuft es doch schon mal sehr gut. Und ich habe jetzt auch keine größeren Bugs bisher entdeckt. Wir hatten jetzt da bei einem Haus, war es ein bisschen problematisch reinzukommen. Aber selbst das ging, zumindest gab es jetzt nicht Game-Breaking-mäßiges, sodass wir haben neu starten müssen oder dergleichen. Performance-technisch finde ich es sogar relativ stabil dafür, dass ich das komplett auf Ultra zocke. Bei mir auf 1440p und bei euch noch auf 1080p noch gleichzeitig recorde. Und ja, habe ich schon weitaus Schlimmeres gesehen bei releaseden, in Anführungszeichen, Stable-Versionen. Und geschichtlich gefällt mir das schon mal sehr gut, denn das ist für mich auf jeden Fall ein innovativer Ansatz. Ich befasse mich viel mit Mysterienschulen, Paranormalen, mit Mythen und Legenden, Sagen, alter Kulturen. Aber ich muss mir eingestehen, dass ich über die hawaiianischen Legenden und Mythen sehr, sehr, sehr wenig weiß. Und da kommt ein Spiel wie Nightmarchers erstmal genau richtig. Und wir werden uns in weiteren Episoden in der Angezockt-Reihe, weil das ist jetzt auch erstmal nur ein Preview, mal anschauen, was noch so geht. Und wir gucken uns dann vielleicht dann auch mal noch also so einen komplett schon ausgebildeten Charakter an, den man ja im Hauptmenü dann hier in der Pre-Alpha auswählen kann. Das war jetzt erstmal der erste Einblick, die erste Episode zur Nightmarchers in dem Pre-Alpha-Bild. Und ich bin erstmal draußen und chill noch eine Weile hier entspannt am Strand. Aloha.